Willkommen zurück bei Alan Wake. Ich bin Mr. Cuttaffe und Barry ist nicht tot. Nein, wir sind immer noch auf der Anderson Farm. Wir haben uns durch die Scheune und durch das Feld durchgekämpft, mussten gegen einen riesigen Mähdrescher kämpfen. Und jetzt müssen wir ins Haus gehen. Da bin ich mal gespannt, was uns dort erwartet. Hier steht auch schon, alte Götter wissen die Wahrheit. Warum wissen sie die Wahrheit? Was ist die Wahrheit und vor allen Dingen, woher wissen sie die? Gucken wir mal, ob wir schon was sehen können. Von hier draußen. Ach komm, wir sind da nicht so ängstlich. Die Lichter sind aus. Gut erkannt. Nach der Sicherung sehen. Ja, natürlich. Ich sehe erstmal nach den Sachen, die da sonst so drin sind. Eine Gitarre. Mit Verstärker und Schlagzeug. Unten war der Strom aus. Ich musste zum Sicherungskasten. Ja, Ellen. Da liegt auf jeden Fall schon mal was, was man mitnehmen... Ach, guck mal. Was nehmen wir doch auf jeden Fall mit? Guck mal, das ganze Feuerwerk, was wir bei dem Konzert verbraucht haben. Was war das denn gerade? Ist doch gerade in die Tür gegangen. Wohin ist denn die Tür gegangen? Ah, oh, der ist so schlecht gewesen. Mein Sicherungskasten wird definitiv unten im Keller sein. Dieser Ort sieht ziemlich bewohnt aus. Die Andersen sitzen doch in der Klapsmühle. Guter Einwand. Gut, sehr guter Einwand. Dafür, dass die in der Klapsmühle sitzen, wer weiß wie lange, aber müsste es hier ein bisschen staubiger sein. Stimmt. Wieder zerrissen Alice Schreie die Stille der Nacht. Ich sah mich auf die Hütte zu rennen mit der Taschenlampe in der Hand. Ich folgte meinem früheren Ich. Ich war ein aus seinem Körper herausgelöster Beobachter. Ein Zeitreisender in einer aberwitzigen Schnapsfantasie. Das hier war der Anfang. Die Nacht, in der Alice verschwunden war. Das Geheimnis, was in der fehlenden Woche passiert war, stand kurz vor der Lösung. Stimmt, die Frage ist natürlich immer noch gestellt. Wir sind ja eine Woche später aufgewacht. Was ist denn machen wir die Lichter an, ja? In dieser einen Woche passiert? Eine Woche ist viel Zeit. Sehr viel Zeit. Ach, das ist der Sicherungskasten? Ach, da wollte ich noch gar nicht hin. Warum ist der Sicherungskasten oben? Ist das so, wegen, ja, die Spieler werden in der Regel nicht sofort in den Keller gehen, wo der Sicherungskasten normalerweise ist, und erstmal das Haus erkunden. Also machen wir den Sicherungskasten oben ins Haus rein. Es gibt gar keinen Keller. Ja, das könnte auch eine Begründung sein. Es gibt gar keinen Keller, wo der Sicherungskasten drin sein könnte. Deswegen haben wir den Sicherungskasten einfach ins Haus oben in die zweite Etage gebaut. Dann drücken wir mal den Knopf. Yay! Hörst du das, Herr? Nein. Musik? Ich natürlich. Bin... Wir müssen rausfinden, woher das kommt. Das ist die Botschaft, von der die Andersons gesprochen haben. Echt? Deshalb sind wir hier. Das ist die Botschaft? Oh, das muss diese verrückte Lampenlady aus der Stadt Stimmt. sein. Wie hieß sie gleich? Cynthia Weaver. Genau, stimmt. Stimmt. Okay. Wir müssen Cynthia Weaver finden. Wir bleiben die Nacht über hier und gehen in die Stadt, sobald es hell wird. Hey, Al. Es sind noch ein paar Stunden bis morgen. Da können wir uns ausruhen und dazu brauchen wir Drinks. Ach, komm schon, Barry. Das ist... Ach, was soll's. Gute Idee. Irgendwo alleine. Einfach mal... Ah, oh, die sind hackestramm. Wir kommen nicht miteinander klar, aber wir sie finden, okay? Und so ein verrückter Typ ist halt nicht zu dir, Herr Graf. Hör mal, ey! Ja, Betrunkene sind... Oh Gott. Schriftsteller, Gott, verdammt. Korrekt. Wenn ich mal Lust hab.
schreibe ich 10 Bücher pro Jahr und es werden die besten Bücher des Jahres. Das kannst du nicht. Das stimmt, kann ich nicht. Aber ich kann's als Schriftsteller. Was? Was tun die bloß rein in das Zeug? Es fühlt sich an, als läuft mir das Hirn zur Nase raus. Ich besorge mir das Rezept von den alten Kreuzen und werde Schnapsmillionär. Ich vermisse sie, Barry. Ich wünschte, sie wäre hier bei mir. Ich weiß. Alles gut. Wir sorgen schon dafür. Ah, das wird so schief laufen. Das wird jetzt nicht gut ausgehen. Die liegen bei der Hacke stramm dort? Und jetzt kommt die Polizei vorbei und nimmt sie beide mit. Oder? 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 Das ist die Szene, was wir gerade eben gelesen haben. Verdammt. Er ist an der Stelle, wo das Ganze angefangen hat. An dem Haus. Wo Alice gerufen hat. Alan? Alan, wo bist du? Hilfe! Und wir sind Alice, nur Beobachter. Ich komme. Alles wird gut! Ich komme! Es war ein irrer Traum im Haus. Und doch mehr als das. Es war die Wahrheit. Eine unterdrückte Erinnerung, hervorgebracht durch das Anderson-Gebräu. Ich war dort, ein außenstehender Beobachter. Dies war die Nacht, in der wir nach Bright Falls kamen. Die Nacht, in der Alice verschwand. Ich könnte herausfinden, was passiert war. Ich erinnerte mich an meine Sorge, als ich die dunkle Hütte sah. Alice hätte die Lichter nicht ausgeschaltet. Sie ist ins Wasser gefallen, genau. Ich erinnerte mich daran, gedacht zu haben, ich hätte sie kurz unter Wasser gesehen, in die Finsternis sinkend. Ihr hinterher zu springen war die letzte vage Erinnerung an jene Nacht. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, wie ich hinter dem Lenkrad des Unfallwagens zu mir kam und die ersten Seiten des Manuskripts fand. Ich fand sie inmitten der Schwärze nicht. Ich muss gedacht haben, sie sei ertrunken. Alice! Jagger hatte Alice. Alice. Also hatte sie auch mich. Alice! Ich war leichte Beute. Schauen Sie zur Hütte. Ist dort jemand am Fenster? Alice? Vielleicht ist sie ja doch nicht ertrunken. Vielleicht ist sie dort drin. Alice! Ja. Okay, Jagger. Die alte Frau? Das Dunkel hatte mich berührt. Ja. Sie hatte ihre Nägel in mein Hirn geschlagen und mich zu ihrer Marionette gemacht. Da ist sie. Hallo, Madame. Muss hier irgendwo sein. Vielleicht oben im Arbeitszimmer. Alice! Genau, dort befindet sie sich. Bitten Sie um Verzeihung. Alice! Wir werden gemeinsam über diese Sache lachen und sie abhaken. Abhaken, wa? Oh, Gott. Ich kann aber, glaube ich, auch nichts anderes machen gerade. Ich muss dieser Geschichte folgen. Sehr cool gemacht. Alice! Sie ist nicht hier. Sie waren ein Narr, das zu glauben. Nein, sie ist tot. Ertrunken. Nein! Nein, nein! Sie sind schuld daran, dass ihre Frau tot ist. Sie sind schuld. Sie wollte ihnen doch nur beim Schreiben helfen. Sie haben sie umgebracht. Ah! Oh, still jetzt. Es gibt noch Hoffnung. Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Hier besitzt man die Macht, Dinge zu verändern. Sie wollte, dass sie schreiben. Ich sage, was zu tun ist. Sie können sie zurückschreiben. Die Geschichte wird wahr werden und alles wird wieder gut sein. Sie hatte alles. Und das Manuskript war das Lösegeld für sie.
Ja, ich schreibe. Ich regle das. Ich bringe sie zurück. Ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde alles retten. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen. Um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne, aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier. Ich bin hier. So steht es geschrieben. Ich brachte das Licht, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich. Es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus. Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht. Die Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer. Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James Joyce. Es ist Ihre Schuld und Sie bezahlen dafür. Wow. Wow, was ein... was ein Cliffhanger, was eine krasse Geschichte. Das ist also passiert in der... einen Woche, gleich am Anfang so viel... Und da hat Zane geholfen. Das war das, was wir erfahren hatten. Wow. Heftig. Aber was tun wir jetzt? Was können wir jetzt noch tun? Klar, die Dunkelheit ist ein bisschen geschwächt durch Zanes Mithilfe. Und wir schreiben ja auch nicht mehr. Wir haben ja schon alles geschrieben. Alles, was passiert ist, scheinen wir schon geschrieben zu haben. Alles passiert so, wie es geschrieben ist. Wir müssen also einfach scheinbar der Geschichte folgen und schauen, was wir offen gelassen haben. Aber soweit ich das mitbekommen habe, war die Geschichte ja auch noch nicht fertig. Das heißt, das Ende ist noch offen. Und wie es weitergeht in Episode 5, das, meine Freunde, werden wir zusammen erfahren in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So rum. Und wir sehen uns dabei denn wieder. Ich bin Mr. Katafi. Tschüss.